Ein Kochrezept für ein Gericht, dessen Name aber hier nicht vermerkt ist. Das Erdnussöl in einer großen Grillpfanne erhitzen und die Spieße darin etwa 5 Minuten anbraten und dabei einmal wenden. Ein Kochrezept bei einer Literaturlesung? Ja, warum eigentlich nicht? Wenn Martin Umbach mit seinem Programm Erhörte Wünsche auftritt, ist kein Text zu kompliziert, keine Gattung zu ausgefallen für den bekannten Schauspieler und Synchronsprecher. Was Martin Umbach bei seinem Programm genau liest, weiß er vorher nicht, denn die Texte bringt das Publikum mit. Egal ob Romanausschnitt, Bibelvers oder eben Kochrezept. Derart überraschende, unterhaltsame Lesungen nehmen einen immer größeren Platz im Spielplan des kleinen Theaters ein. Und das ist auch gut so, denn beim Publikum kommen die neuen Ideen bestens an. Ja, es hat sehr gut gefallen, vor allem die eigenen Texte, dann die Gesichter zu sehen von den Leuten, die Augen zu machen und nicken dazu und so und dann von so einer tollen Stimme vorgelesen zu bekommen, war echt toll. Also wir haben es mal gekocht, dann lag der Zettel bei mir und ich habe seit einem Jahr vergessen, ihm das wiederzugeben. Heute habe ich sie mitgebracht und dann dachten wir uns, können wir es eigentlich auch gleich auf den Tisch legen. Und ja, war, glaube ich, ganz lustig. Also er hat auch festgestellt, dass es ein gutes Rezept ist. Die Idee zu dem außergewöhnlichen Leseprogramm entstand spontan. Ich bin aufgefordert worden, eine Lesung zu machen für ein bestimmtes Ereignis in einer Schule. Und ich hätte mir sozusagen alles aussuchen können, was ich da lesen will. Rilke-Lesung oder Sturm und Drang oder was auch immer. Es kam mir alles irrsinnig willkürlich vor. Und darum habe ich gesagt, ich entscheide mich, ins Wagnis zu gehen, ins Risiko zu gehen. Und die Leute aufzufordern, die Texte eben mitzubringen. Das Publikum nahm die Mischung aus Improvisation und Sprachkunst so gut an, dass Umbach bereits seit rund 10 Jahren Wünsche erhört. Egal wie kompliziert oder ausgefallen die Texte sind, gescheitert ist Martin Umbach bisher noch nie. Sowas wie die Wikipedia-Beschreibung des HKS-Farbfilters. Es gibt natürlich Texte, die mir sehr viel schwerer fallen als andere, aus unterschiedlichen Gründen. Entweder weil sie wirklich einfach unendlich schwer, kompliziert und schwer geschrieben sind, wobei da habe ich so einen gewissen Spezialehrgeiz. Auch wenn keine Lesung der anderen gleicht, ein paar Klassiker gibt es, die dem Sprachkünstler häufiger auf das Lesepult gelegt werden. Also der kleine Prinz ist absoluter Renner. Ist der. Aber es kommt auch schon immer wieder mal dann so der Panther von Rilke daher oder so. Das Haarer Publikum hatte für den erfahrenen Sprecher dennoch eine besondere Überraschung parat. Eine junge Frau hielt ihm kurzerhand ihr Handy entgegen. Kommt es öfter vor, dass Ihnen ein Handy vor die Nase hält? Das war heute zum ersten Mal. Es hat mir schon mal jemand ein MacBook gereicht. Das ist dann so ein bisschen größer und dann ist halt ein, na gut. Also nee, das mit dem Handy hatte ich noch nicht. Sowohl die Zuhörer als auch Martin Umbach würden gerne wieder ins kleine Theater kommen. Also ich finde es total schön hier. Schöne Einrichtungen, schöne Atmosphäre, total nette Leute. Also sehr, sehr sympathisch alles. Na gut, ich würde wieder herkommen. Ich hoffe, dass das Publikum diesen Platz irgendwie neu annimmt. Es findet ja sehr viel mehr hier statt als früher. Und dass es gelingt, hier so eine kleine Zelle im Münchner Osten zu bilden, wo man irgendwie weiß, wenn man da hingeht, da erwartet einen in irgendeiner Weise gehaltvolle Unterhaltung oder Kultur oder wie man es nennen will.